Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Yugi erklärt. Und dieses Mal geht's um etwas, was nicht direkt mit den Spielmechaniken oder mit Karteneffekten zu tun hat, sondern es geht um etwas, was jeder gute Duellant haben sollte. Und zwar um Spielhüllen, um Sleeves, um Kartenhüllen. Die gibt's in vielen verschiedenen Formen. Ich glaube, die größte und bekannte Firma in diesem Bereich ist immer noch Ultra Pro. Das sind übrigens auch die Sleeves, die ich verwende. Das sind diese Small Fits, passend für Yu-Gi-Oh! Karten, die ich benutze. Ich wollte euch ganz kurz ein paar Infos geben zu Sleeves, zu Kartenhüllen. Was man darf, was man nicht darf, weil gerade an Turnieren sieht man es doch öfters mal, dass ein Deck völlig falsch gesleeved ist, denn man darf nicht unbedingt alles, was es zu kaufen gibt, auch benutzen. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Ich habe ein paar verschiedene Kartenhüllen rausgesucht für euch. Kommen wir mal zum ersten gleich hier, zum Toploader. Das sind diese Kunststoffrahmen, würde ich fast schon sagen, die wir hier haben, die Karte wirklich rundherum schützen, man die Karte aber trotzdem von allen Seiten anschauen kann. Und die sind sehr stabil, die sind super, um Karten zu versenden, sind aber völlig ungeeignet, um damit zu spielen. Man könnte natürlich sein ganzes Deck in 40 solche Toploader einhüllen. Ist auch gar nicht so teuer, wie man vielleicht denkt. 25 Stück von diesen Ultra Pro Toploadern kosten etwa 2 bis 3 Euro. Von daher, das ginge schon, ist aber nicht erlaubt. Denn der Punkt ist, wenn jetzt 40 solcher Dinger habt, ihr werdet es nicht schaffen, dass die Karte immer am genau gleichen Ort ist. Und so könntet ihr theoretisch euer Deck sortieren. Also wenn ihr es euch vorstellt, ich schiebe einfach alle Monster auf die rechte Seite und alle Zauber- und Fallenkarten auf die linke Seite, dann sehe ich genau, was ich als nächstes ziehe. Ziehe ich ein Monster oder ziehe ich eine Zauber- oder eine Fallenkarte? Und das allein kann mir schon extrem viel weiterhelfen. Der andere Punkt ist, ihr seht die Rückseite der Karte. Das ist nie gut. Weil der Punkt ist, jede Karte, egal ob sie komplett neu oder komplett schon ewig gebraucht wird, wird kleine Gebrauchsspuren haben. Kleine Kratzer, kleine Abschürfungen an den Ecken. Es ist also nahezu unmöglich, dass zwei Karten exakt die gleichen Abnutzungserscheinungen haben, selbst wenn sie direkt aus dem Booster in den Ordner gegangen sind. Und das ist auch nicht erlaubt, denn das Regelbuch sagt ganz klar, hey, jede Karte in deinem Deck muss so im Deck drin sein, dass sie sich nicht von den anderen Karten unterscheidet. Das mag extrem, ich sage jetzt pingelig klingen, ist aber so. Ja, das mal zum Toploader, also eine super Sache, um wertvolle Karten aufzubewahren und auch eine Top-Sache, um Karten, die ihr beispielsweise getauscht habt oder so, zu verschicken. Aber zum Spielen sind die absolut ungeeignet, dürfen nicht benutzt werden, sei das fürs Main, Side oder Extra Deck. Also auch fürs Extra Deck, wenn wir ganz genau sind, dürftet ihr die hier nicht benutzen. Bei den meisten kleineren Turnieren und Hobby Leagues und so weiter hat da aber in der Regel niemand was dagegen. Also wenn ihr unbedingt möchtet, könnt ihr auch einen Toploader für euer Extra Deck da benutzen. Regelkonform ist es nicht und es ist auch ziemlich unpraktisch, denn die gängigen Deckboxen, die sind zu schmal dafür, ihr seht, es geht hier nicht rein. Von daher, Toploader, super zum Verstauen, top für Sammler, für Spieler, ja, nicht unbedingt. Gut, kommen wir doch zu den nächsten. Wie gesagt, die Ultra Pro, ganz normalen Ultra Pro Hüllen, die gibt es für, hier in der Schweiz zahlst du etwa 5 bis 6 Franken für 60 Stück. Die haben noch dieses kleine Logo hier oben drauf. Die sind super, weil sie einfach relativ günstig sind. Sie haben eine super Qualität, sind einfarbig und fühlen sich extrem gut an beim Mischen, beim Spielen. Es ist wirklich, das sind meine Lieblingshüllen. Ich spiele eigentlich praktisch nur mit denen. Es gibt noch die Variante mit der matten Vorderseite, die Pro-Matte oder Pro-Mates. Ich bin nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Jedenfalls sind die vorne durch nochmal entspiegelt, glitzern also nicht so stark. Viele mögen das, ich bin nicht so ein Fan davon. Ich habe eigentlich gerne, wenn das Ganze ein bisschen glossy, könnte man sagen, wirkt. Gut, da gibt es noch die Karten mit speziellem die Kartenhüllen mit speziellem Hintergrund. Ich habe jetzt hier heute von einer Bestellung, die ich bekommen habe, habe ich so eine Hülle mitgeschickt bekommen. Ich finde die wirklich cool, um Karten aufzubewahren und
Für im Ordner oder eben für so spezielle Kärtchen hier ist das absolut okay. Spielen würde ich damit nicht. Man kann damit spielen, das würde gehen. Das Problem ist aber auch hier wieder, gerade wenn es so einen speziellen Hintergrund hat oder eventuell sogar ein Motiv hat. Ich glaube, ich habe hier, ja, hier habe ich eine. Dann ist halt immer das Problem, es kann sein, dass sich auch hier Abnutzungen ergeben oder dass man könnte ja theoretisch irgendwas im Bild verstecken. Und das ist heikel. Ich würde euch abraten, an, ich sage jetzt größeren Turnieren mit solchen Hüllen zu spielen. Er spart euch einen Haufen Ärger damit. Ich sage nicht, dass ihr das machen würdet. Ich sage nur, man könnte euch ans Bein pinkeln, wenn man möchte. Von daher, lasst sowas sein. Spielt an Turnieren doch die einfarbigen Hüllen hier. Ihr könnt ja danach gegen eure Freunde immer noch mit solchen Hüllen spielen. Das ist kein Problem. Ich würde es aber an größeren Events und so würde ich das lassen. Bei euch im Shop, fragt doch mal nach, ob das hier okay ist. Dann gibt es kein Theater. Was wir auch noch haben, sind diese durchsichtigen, beziehungsweise halbdurchsichtigen. Ich habe jetzt hier die aus der Judgment of the Light Special Edition. Deluxe Edition, Entschuldigung. Auch die sind super, um Karten aufzubewahren. Ich liebe die, um meine Tokens beispielsweise zu schützen. Also all meine Tokens sind eigentlich in solchen Hüllen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich habe hier gleich ein paar. Die habe ich eigentlich alle hier drin, in solchen durchsichtigen Hüllen. Einfach weil ich finde, es sieht gut aus und es schützt auch. Und sie sind auch super, um Karten einzuordnen. Also meine Sammlung ist in der Regel in Sleeves im Ordner drin. Ist einfach doppelter Schutz. Problem bei denen ist halt auch wieder, sie sind hinten durchsichtig. Das heißt, wir haben das gleiche Problem wie beim Toploader. Ihr kriegt praktisch keine Karte so hin, dass sie top mint ist, dass sie wirklich ohne jegliche Gebrauchsspuren ist. Und das muss sie aber sein, damit ihr solch eine Hülle spielen dürftet. Wie gesagt, auch hier wieder, man kann theoretisch. Aber wie gesagt, man findet ein kleines Kretzerchen auf der Karte und dann ist die ganze Theorie wieder dahin. Von daher eigentlich die offizielle Weisung, keine durchsichtigen Hüllen. Beachtet das, lasst das sein. Wie gesagt, super, um Karten einzuordnen. Nicht so ideal, um damit zu spielen. Für solche Tokens beispielsweise oder fürs Extra-Deck, da sagt kaum jemand was. Auch, und das möchte ich jetzt noch ganz kurz nochmal erwähnt haben, auch wenn es keine speziellen Regeln für die Sleeves vom Extra-Deck gibt. Also laut Regelbuch müsste eigentlich euer komplettes Deck gleich aussehen. Das heißt, Main, Side und Extra-Deck müssten die gleichen Hüllen haben und dürften auch keine durchsichtigen Hüllen haben, dürften nicht doppelt gehüllt sein. Das sage ich nachher dann gleich noch kurz was zu. Gilt eigentlich alles für jeden Teil des Decks, da beim Extra-Deck aber ja nicht die Möglichkeit besteht, da irgendwie was zu manipulieren, weil man das ja sowieso durchsuchen darf, sagt da eigentlich nie jemand etwas. Rein theoretisch, wenn man ganz pingelig nach Regelbuch geht, wären auch da die gleichen Hüllen zu verwenden. Das mache ich aber auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Von daher, ignoriert das. Das ist nicht so wichtig. Also wenn ihr denn wegen dem mal ein Spiel verliert, dann würde ich eher sagen, sollte der Gegner ein Penalty bekommen wegen Rule Sharking. Also das ist dann schon nicht so die Idee. Gut, was wollte ich noch sagen? Ja genau, dann gibt es auch die hier. Die sind etwas größer. Die sind für andere Sammelkartenspiele auch geeignet. Beispielsweise fürs Pokémon Trading Card Game oder für Magic und was es da nicht noch so alles gibt. Die sind auch nicht so ideal, um damit zu spielen, weil halt einfach Yu-Gi-Oh! Karten kleiner sind. Und da habt ihr diesen Rand. Erstens gehen die extrem schnell kaputt. Und zweitens, das ist fast das größere Problem, könntet ihr auch hier wieder mit der Position der Karte spielen und euer Deck quasi vorsortieren. Das ist nicht erlaubt, deshalb so große Hüllen. Lasst das sein, spielt mit denen, die wirklich passen und dann habt ihr keinen Ärger. Das andere ist noch dieses Double Sleeving, also dieses doppelt gehüllte Geschichte. Also ich quasi eine große Hülle habe, eine kleine Hülle habe und die dann hier so zusammenschiebe. So, jetzt habe ich die Karte in zwei Hüllen drin, die verrutscht jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig und sie ist halt von beiden Seiten geschützt. Das ist für einen Sammler extrem gut, weil halt die Karte
ja, sehr sicher verwahrt werden kann. Für den Spieler ist das ein absolutes No-Go. Es ist nicht erlaubt, Karten in zwei Hüllen zu spielen. Im Main Deck sowieso nicht. Da dürft ihr maximal eine Hülle drauf haben oder ihr müsst eine Hülle drauf haben. Im Extra Deck gilt, wie gesagt, eigentlich das Gleiche. Da drückt man aber in der Regel ein Auge zu. Wieso? Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt hier eine Hülle habe, in einer anderen Hülle drin, rein theoretisch könnte ich jetzt hier dahinter eine zweite Karte verstecken und die dann so, ja, zwischendurch mal austauschen. Außerdem kann ich dann wieder verschiedene Hüllen benutzen, weil von vorne sehe ich das in der Regel ja nicht. Da sieht so eine, ja, orangene manchmal gleich aus wie eine weiße, je nachdem wie die Hüllen verarbeitet sind, wie groß das sie sind. Von daher, man kann hier wieder die Karten nachher unterscheiden. Und das ist, wie gesagt, natürlich nicht legal. Ja, also auch hier nicht doppelt sleeven, einfach nur eine Hülle rum, die euch am besten gefällt. Ja, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das Letzte, was ich noch kurz erwähnen möchte, und das ist mir eigentlich mehr so spontan noch eingefallen, ich bin in letzter Zeit relativ viel online im Karten einkaufen für die Pegasus-Videos auch. Und man liest dann immer wieder, ja, signierte Karten. Was sind signierte Karten? Signierte Karten sind Karten, auf denen irgendjemand unterschrieben hat. Das kann ein guter Spieler sein, das kann ein guter Kollege sein, guter Freund sein, als Glücksbringer quasi. Die Karten dürft ihr grundsätzlich spielen. Ich habe das hier mal so ein bisschen simuliert. Ich habe hier nicht auf mein Kuribo-Token schreiben wollen, darum habe ich jetzt das einfach auf die Sleeve gemacht. Das ist absolut okay. Solange das vorne drauf ist, absolut kein Thema. Ich würde es aber nicht auf die Sleeve draufschreiben, wenn ihr was drauf kritzelt. Problem ist, wenn das jetzt nachher so im Deck liegt, kann es sein, dass das anfängt zu schmieren und dann habt ihr wieder das Problem, dass ihr markierte Karten habt. Deshalb, wenn ihr so unterschriebene Karten habt, kein Thema, dürft ihr spielen, aber die müssen in den Sleeve rein und sollten auch hier, dürfen sie nicht von anderen Karten im Deck unterschieden werden können. Das heißt, wenn jetzt jemand auf der Karte unterschrieben hat und der hat extrem fest gedrückt und ihr könnt hier hinten die Prägung, also quasi den Durchdruck vom Schreiber fühlen, dann wäre auch das wieder nicht legal. Also passt da ein bisschen auf, dann kann eigentlich nichts passieren. Wenn ihr diese Tipps ein bisschen beachtet, ist es doch ein bisschen ein längeres Video geworden. Ich hoffe aber, dass es euch was bringt und dass ihr, wenn ihr ans Turnier geht oder gegen Freunde spielt, euch so, ja, ein bisschen Ärger ersparen könnt und schon mal wisst, hey, das und das gilt, so soll es sein. Und ja, dann könnt ihr mit gut geschützten Karten ins Duell starten. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Lasst doch auch ein Abo da, wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt. Dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Und falls noch Fragen sind, ihr dürft jederzeit einen Kommentar hier lassen. Ihr dürft jederzeit mir eine E-Mail schreiben. Ihr findet in der Videobeschreibung noch viel, viel mehr Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Wenn ihr irgendeine Frage habt, zögert nicht, schreibt mir. Kann sein, dass es manchmal paar Stunden dauert, bis ich zurückschreiben kann, weil ich vielleicht gerade am Arbeiten bin. Aber eine Antwort bekommt ihr von mir auf jeden Fall. Das verspreche ich euch. Ja, das war's von mir von diesem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Schönen Abend. Ciao, Leute.